Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Shapes.io. Ja, die Melonenstücke fahren jetzt hier wunderbar rein und werden jetzt bestimmt gleich irgendwann genügend sein. Gucken wir mal rein. Hier 8 pro Sekunde kommen da rein. Ach so, wir brauchen die Geschwindigkeit. Fließbandkontrolle. Ja, jetzt ist die Frage, wie schnell sind wir denn da? Okay, da müssen wir natürlich dann noch dran arbeiten. Vielleicht müssen wir das ganze Werk doppelt so schnell machen. 8 pro Sekunde brauchen wir. Ich weiß aber nicht, nirgendwo kann man jetzt hier sehen, wie viel das ist. Oder doch 2,5 pro Sekunde. Ja, da kommen auch mal zwischendurch 3,7 pro Sekunde rein. Okay. Aber wir müssen es auf jeden Fall verdoppeln, die ganze Sache. Okay, dann haben wir eine Aufgabe. Mordrak hatte mir halt auch geschrieben, dass wir definitiv dieses Pin hier machen können. Und dann haben wir da links das Icon, sieht man vielleicht im Hintergrund. Hier, dann ist das Mühlenrad da auch hingekommen. Und naja, das wird gleich durch sein. Ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nee, noch nicht. Ich sag mal, nach dem Intro geht's weiter, ne? Bis gleich. 3,9 die Sekunde. Vielleicht wird es ja schneller, wenn wir da irgendwie diesen Upgrade mit dem machen. Machen wir nach dem Intro. So, dann schauen wir mal. Was sagt denn unser Sternchen? 8,8, okay. Das mit dem Dingens haben wir. Was wird denn dann schneller? Mischer und Färber werden schneller. Mischer und Färber, dann könnte ja bedeuten, dass vielleicht, jetzt sind wir hier bei 4,1, vielleicht wird das ja dann dadurch schon schneller, wenn Mischer und Färber schneller werden, weil wir haben ja, ah ne, das sind Stapler. Aber die sind ja hier definitiv die Färber und Mischer, ja, ein neuer Upgrade ist verfügbar. Gut, das machen wir jetzt gerade schnell erstmal. 2 auf 3 geht es dann hoch und von 3 auf 4, das haben wir jetzt geschafft. Ach, die laufen jetzt schon irgendwo rein. Die brauchen 20.000, okay. Also neu. Und jetzt brauchen wir so ein... Oh, das sieht ja richtig schwer aus. Also wir werden wahrscheinlich dann als nächstes dieses hier machen. Die Windmühle, die blaue Windmühle mit dem weißen Kreis. Den haben wir ja schon, der zählt da rein. Stufe 4. Passiert hier noch was? Kriegen wir diese Sterne da rein? Gute Frage, ne? Hier sind wir jetzt bei 4,3, 3,8. Es sind aber auf jeden Fall, meine ich, mehr farbliche Teile jetzt hier geworden. Und da müssen wir definitiv dann aber auch was upgraden noch. Hier flitzen sie nur so durch, oder? Hier ist kein Stau. Ja. 5,1 haben sie jetzt. 5,7, aber vielleicht schaffen wir die 8. doch noch. Ich glaube, 6,1 ist steigt. Kann sein, dass sich das gleich erübrigt, ne? Das müssen wir dann gucken. Jetzt rattern ja die Fließbänder schneller wohl. Und 8 brauchen wir. Ist nicht, ja? 5,9. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Limit angekommen. Das heißt, das Band müsste vielleicht voll sein, damit es klappt. Hier staut sich aber nichts. Die laufen flüssig durch. Das heißt, hier oben ist schon das Problem. Hier staut es knapp. Das heißt, hier muss eine Maschine, ein so ein Teil mehr sein. Ich glaube, das baue ich mal schnell da rein, oder? Was haben wir denn hier? Den Verteiler, der muss dahin. Dann kommen die ja schon an, ne? Da ist schon grünes Teil hinter, oder? Ach so, das ist grüne Farbe, ja, passt ja dann. Wir müssen dann, ja, hier noch so einen hinbauen. Ja, das passt dann schon mal. Und der kommt dann Lackierer hin. Ist das so? Ja, das ist erstmal so. Der kommt da rein. Der kommt dahin und der kommt dahin. Und dieser hier kriegt den kurzen. Ich glaube, das wäre der richtige, ne? Ja. Würde dann hier so rumlaufen. Aha. Und die laufen so rum. Die mal weg.
Das hat jetzt. Lass es so, ist egal. So, wir haben hier einen mehr. Das Band ist jetzt hier auf jeden Fall wohl voll. Hier ruckelt es noch ein bisschen, aber das wird schon werden. Hier haben wir immer noch 6. Und jetzt müssen wir hier bei den roten natürlich auch noch einen hinmachen. Und bei dem ist es schwieriger, einen hinzubauen, ne? Weil da oben müssen wir es machen. Vielleicht klappt es aber trotzdem, indem wir das mal rückwärts aufrollen, das Feld, ne? Wie kommt das dann? Ich muss erstmal. Hier ein Band runter machen, das passt schon mal. Wir machen da aber auch schon den passenden hier von dahin, weil der muss dahin, oder? Ja. Der Färber kommt dann von hier. Hier muss schon ein Band hin. Da kommt ein Dingens hin. Sag schon, ein Teiler in dieser Form hin. So läuft's. Jetzt muss da ein Färber hin. Aber hier muss ja dann auch noch so ein Teil hin. Wo muss der sein? Davor? Knapp davor? Ja. Würde so reichen. Der kommt jetzt da einfach so lang, dann läuft es weiter. Und jetzt müssen wir hier den Roller hinbauen. Und dann machen wir gerade den hier so hin, weil wenn ich jetzt den Roller, glaube ich, dahin baue, dann wird er sofort angeschlossen, oder? Genau, und da müssen wir jetzt noch schnell einen Tunnel bauen. Dann laufen alle wieder, oder? Jetzt haben wir einen Teil mehr gebaut. Sieht erstmal gut aus, oder? Hier fehlt es wieder an einem Teil wohl. Ist aber auch nicht schlimm. Hier kommen die roten flüssig durch. Ja, obwohl hier sind die roten jetzt mit Lücke. Es gibt keinen Rückstau. Die grünen laufen noch richtig rein. Was sagt unser Band? 5,9. Wir haben auch schon 6,1. Ah, da ist die 6,1 wieder. Reicht vielleicht nicht ganz, ne? Oder? Eigentlich haben wir jetzt jedes Teil einmal mehr gebaut. Allerdings, hier ist kein Problem. Da wird noch genug gebaut. Das heißt, hier muss auch einer neu, oder? Das wird es wohl sein. Das heißt, wir bauen hier auch einen neu. Ich glaube, das sieht so aus. Ne? Schade, Shift-Taste nicht gedrückt. So. Und das Förderband kommt jetzt bis dahin. Und das Förderband kommt bis dahin. Und dieses hier bauen wir mal jetzt so. Das kann alles weg. Das muss alles weg. Vielleicht einen behalten können oder so, keine Ahnung. Hier muss der Stapler hin. Der so ist. Hier muss der hin. Der so ist. Kommt da hin, oder? Ja. Wir bauen schon den Tunnel, obwohl der noch nicht nötig wäre. Aber wir wissen ja nicht, was noch kommt, ne? Ne. So rum bitte, ist schon richtig. Und jetzt bauen wir da einen mehr. So 6,1. Dauerhaft. Ist immer noch eine Lücke drin. Einer würde noch mehr gehen. Müssen wir schauen. Die Viertel sind alle Dingens, sag schon, noch gestaut. Das heißt,
Hier oben ist es aber schon nicht mehr so. Es kommen nicht grüne genug an, wohl. Wir sind aber schon bei 6,7. Ja, auch 6,8 reicht. Reicht nicht. Ich glaube, wir müssen überall noch ein mehr hinbauen. Kann das sein? Gut, dann ist das so. Aber hier kommt einfach nicht genug rein, ne? Da sind immer Lücken. Das heißt, wir müssen hier erstmal mehr haben. Hier sind ja noch Lücken bei den Vierteln. Das heißt, da muss noch definitiv was passieren. Mach mal hier. Ne, den nicht. Ach, diesen Apparat da kopieren am besten, oder? Wie war das noch? Shift-Taste halten und dann hier so. Den haben wir dann, ne, oder? Und dann 2,4, 2,4, der würde da hinpassen. Aber hier haben wir nicht genug von diesen Teilen, ne? Okay, das müssen wir dann erst noch managen. Kopieren wir den und packen den da so rein. Geht das so? Und verdecken wir da auf jeden Fall schon einen von diesen Kreisen. Aber der wäre auch nicht jetzt das Entscheidende. Weil die Bahn machen wir ja weg da. Die kommen ja weg. Ich glaube, wir müssen mal gerade hier diese Viertel ordentlich da reinführen. Dann gewinnen wir dieses Teil wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf beengten Raum. Der käme dahin. Das wäre richtig. Der kommt dann da rein. Und die beiden packen wir schon mal da rein. Ah, schade, Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Haben wir es wieder. So, da laufen jetzt welche rein. Aber wie kriegen wir das hier jetzt besser hin? Ich glaube, wir müssen diese Spur hier lang ziehen. Dann können wir diese hier ein Stück wegmachen. Da hätten wir auch leer laufen lassen können. Diese Spur machen wir jetzt hier mal rüber. Und diese Spur kommt dann dahin. Das klappt nicht so, wie ich es gerade mir vorstelle. So, jetzt aber, oder? Ja. So. Dann müssen wir da noch so ein Teil reinbauen, der aber andersrum ist. Zack. Und so. So, jetzt laufen die, füllen das Band erstmal auf. Ist aber doof. Den dahin und den darüber, den weg und wir bauen hier einen Tunnel hin. Dahin. Bauen dann da einen rein. Das Förderband kommt dahin und der kommt dahin. So, jetzt hat es geklappt, ne? Kann man das einfach so machen, dass der jetzt den ersetzt? Nö. Das heißt, der muss gerade weg und der muss dann da neu hin.
So, jetzt haben wir das schon von der Seite schon richtig. Jetzt müssen wir diese drei hier noch da anschließen. Und zwar so, dass wir das jetzt hier so da reinschließen. So, jetzt sollten die genug Futter haben. Wir sind bei 6,7, 6,8. Und das müsste sich jetzt hier mehr stauen. Also dieses Band ist jetzt hier vorne vor voll, dieses auch. Die Farben sind am Stottern, aber nicht die roten. Ist Rot denn weniger wie Grün? Das wäre jetzt aber gerade auch nicht das Problem, wie wir sehen. Kommt da einfach einer hinter? Oder auch zwei? Ich glaube, jetzt ist das Band voll. Läuft dann erstmal. Hier ist alles voll. Hier ist noch alles gut. 6,7 hat sich aber nicht geändert. Ja. Hier ist noch eine Lücke drin. Und da auch. Das heißt, da kann noch einer mehr produziert werden auf jeder Seite. Ja. Sieht aber schon kompliziert aus, das da reinzukriegen, ne? Ja. Die Lücke ist immer noch da. Aber hier staut es sich trotzdem. Auch wenn vorher noch eine Lücke ist. Also das sind genug. Während es hier nicht so ist, glaube. Sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Und hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist aber auch 7. Warum ist hier schlechter wie da, obwohl beide gleich gebaut sind? Komisch. 7 habe ich gezählt, ne? 1, 2, 3, 6, auch 7, ja. Die stauen sich alle. Ja, die, an den Viertel liegt es nicht. Es liegt definitiv an der Farbe, wenn. Aber das Band ist doch voll. Warum läuft das dann nicht sauberer rein? 6,8, es ist noch nicht mehr geworden. Schlecht ist das. Naja, ich glaube, wir müssen nächstes Mal dann noch gucken, dass wir noch weiter hier ausbauen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.